Wir backen heute einen Pflaumenkuchen mit Schmand. Der ist auch ganz leicht zuzubereiten. Macht es einfach so wie ich und dann klappt das auch. Für unseren Kuchen brauchen wir einen Mürbeteig. Der ist ganz einfach. Wir geben alle Zutaten in die Schüssel und verkneten sie. Wir brauchen 130 Gramm weiche Butter. Die nehmt ihr entweder eine Stunde vom Backen aus dem Kühlschrank oder ihr stellt sie kurz in die Mikrowelle. Mikrowellen sind ja alle verschieden. Meine Butter war etwa 20 Sekunden drin. So, dann brauchen wir noch 70 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 8 Gramm Backpulver und ein Ei. Dann nehmen wir unseren Knethaken und verkneten alles kurz miteinander. Und zwar so lange, bis die Zutaten sich schön miteinander verbunden haben. In der Zwischenzeit bereiten wir aber unsere 26er Springform vor. Auf dem Boden kommt ein Backpapier, das habe ich schon erledigt. Und der Rand wird eingefettet und mit Mehl oder mit Semmelbrösel bestreut. Der Teig ist fertig. So sollte er sein. Er ist weich und klebt nicht. Falls er doch noch etwas kleben sollte, stellt ihn einfach 20 Minuten in den Kühlschrank. Dann tauchen wir unsere Fingerchen im Mehl, nehmen uns etwas Teig und formen daraus einen etwa 4 cm hohen Rand. Den restlichen Teig verteilen wir auf dem Boden. Ich nehme dafür meine Hände, ihr könnt aber auch eine kleine Teigrolle benutzen. Damit der Kuchen beim Backen gleichmäßig aufgeht, stechen wir den Teig mehrmals mit der Gabel ein. Den Teig stellen wir jetzt 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereiten wir die Pflaumen und den Schmandguss zu. Als erstes entsteinen wir 400 bis 500 Gramm Pflaumen oder Zwetschgen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich bleibe bei meinen Zwetschgen. Je nach Größe werden sie nur halbiert oder sogar geviertelt. Als zweites bereiten wir unseren Schmandguss zu und dafür schlagen wir 200 Gramm kalte Sahne auf. Denkt daran, dass die Sahne wirklich kalt ist, denn warme Sahne lässt sich nicht aufschlagen. Als nächstes verrühren wir 400 Gramm Schmand. Zwei Eier, 80 Gramm Zucker, 8 Gramm Vanillezucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver zum Kochen. Damit unser Schmandguss richtig schön cremig wird, heben wir noch die Sahne unter. Und das macht sich am besten portionsweise. Es ist soweit, wir heizen den Ofen vor. Und dann nehmen wir den Teig aus dem Kühlschrank. Damit die Pflaumen oder Zwetschgen ihn nachher nicht durchweichen, bestäuben wir ihn noch mit Speisestärke oder gemahlenen Mandeln oder gemahlenen Nüssen.
oder mit Vanillepuddingpulver zum Kochen. Um das Ganze klümpchenfrei hinzukriegen, sieben wir das Puddingpulver. Nun können wir unsere Pflaumen oder Zwetschgen verteilen. Zum Schluss gießen wir noch unseren Schmandguss darüber. Den Kuchen backen wir jetzt etwa 50 oder 60 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Nach etwa 30 Minuten solltet ihr vielleicht mal in den Ofen schauen, ob euch der Guss nicht zu dunkel wird und dann gegebenenfalls eine Alufolie oben drauf legen. Unser Kuchen ist fertig. Schaut euch mal an, wie er aussieht. Richtig schön goldgelb. Nach 60 Minuten Backzeit habe ich den Ofen ausgeschaltet und den Kuchen noch 10 Minuten drin stehen lassen. Danach habe ich ihn rausgeholt und ihn in aller Ruhe abkühlen lassen. Am besten stellt ihr ihn noch über Nacht in den Kühlschrank. So, und nun schneiden wir ihn aber an. Und so sieht unser Pflaumenkuchen mit Schmand von innen aus. Wir haben einen schönen Mürbeteig, darauf ganz viele Pflaumen und dann den Schmandguss. Am besten fällt der Kuchen wirklich, wenn er frisch aus dem Kühlschrank kommt. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!